Und da sehen wir schon auf der Regierungsbank den Bundesminister für Wirtschaft und Klimaschutz, Robert Habeck, sich bereit machen. Denn es geht um die Digitalisierung der Energiewende. Digitale Stromzähler sollen dabei helfen, die Energiewende voranzutreiben. Digitale Stromzähler, die werden auch Smart Meter genannt. Und die messen nicht nur den Verbrauch, sondern übermitteln die Daten automatisch auch an den Anbieter. Also der Verbraucher kann dann ständig sehen, wie viel er so verbraucht, zum Beispiel über eine App. Und das möchte eben die Bundesregierung hier vorantreiben. Jetzt also Robert Habeck dazu. Frau Präsidentin, sehr geehrte Damen und Herren, das Gesetz zum Neustart der Energiewende, ein bisschen sperriger Titel, aber er sagt genau das, worum es geht, ist ein wichtiges Gesetz und ein komplexes Gesetz. Deswegen lassen Sie mich erst einmal mit einem Dank anfangen, dass die Fraktion, dass Sie es jetzt aufgesetzt haben, dass es eine zügige Beratung gibt, dass Sie sich entschlossen diesem manchmal etwas sperrigen Thema annehmen. Dafür danke ich sehr. Es ist ein wichtiges Gesetz, weil es die Brücke zwischen Produktion und Verbrauch schlägt oder schlagen kann. Die Technik ist reif. Viele Länder in Europa nutzen sie als Standard. Deutschland hinkt hinterher. Dieses Gesetz ist, wenn man im Bild bleiben darf, so etwas wie das Schnüren der Laufschuhe. Und dann sollten wir zum Sprint ansetzen, um diese Technik auch wirklich einzusetzen. Denn sie hat einen hohen Nutzen. Erstens nützt sie den Verbrauchern. Sie stellt die Möglichkeit dar, dass variable Stromtarife bei den Haushalten oder bei den Unternehmen ankommen und dass damit die Vorteile eines sich veränderten Energiesystems, also die erneuerbaren Energien, die Preissignale, die sie senden, dann auch endlich bei den Bürgerinnen und Bürgern ankommen. Zweitens, es hat einen Nutzen für die Netzbetreiber. Die Netzbetreiber können durch die Daten den Netzausbau und die Führung des Netzes einfacher und präziser vornehmen. Drittens, dadurch haben wir einen Nutzen für die Allgemeinheit, weil sich die Ausbaukosten der Verteilnetze deutlich reduzieren werden. Und viertens gibt es einen Nutzen für Unternehmerinnen und Unternehmer, gerade Start-up-Unternehmen, die mit den Möglichkeiten dieser Smart Meter neue Geschäftsmodelle für die Führung von Energien entwickelt werden. Sehr geehrte Damen und Herren, damit das Ganze alles funktioniert, müssen wir ein paar Dinge deutlich ändern. Und das Gesetz sieht diese Änderung vor. Erstens muss es einen verbindlichen Rollout-Fahrplan geben. Wir können es nicht einfach mehr sozusagen dem Willkür des Geschehens überlassen, ob die Netze, ob die Smart Meter ausgerollt werden oder nicht. Das schließt auch ein, quasi als Gegenschuss, dass diejenigen, die diese Smart Meter einbauen wollen, ein Recht bekommen in einer kurzen Frist, dass diese Smart Meter eingebaut werden. Das Gesetz entrümpelt das Genehmigungsverfahren, beispielsweise indem es auf die BSI-Markterklärung verzichtet oder die sogenannte Drei-Hersteller-Regel aussetzt. Es gibt genug Geräte, die auf dem Markt verfügbar sind. Wir sollten sie jetzt endlich anschließen. Außerdem sorgt es für eine gerechtere Kostenverteilung. Die Gebühren entsprechen denen der Drehstromzähler, also 20 Euro. Die anderen Kosten werden von den Netzbetreibern getragen, die ja, wie ich eben ausführte, ebenfalls einen großen Nutzen haben. Und viertens, und das ist das Besondere an dem Gesetz, stärken wir mit der Gesetznovelle auch den Datenschutz. Man würde ja denken, Ausrollen der Smart Meter führt zu einem schwächeren Datenschutz oder könnte kommen. Durch Anonymisierung und die Pflicht vom Löschen per Design sorgen wir für eine Steigerung des Datenschutzes. Sehr geehrte Damen und Herren, es wird noch Debatten im Konkreten geben, aber lassen Sie uns dieses Gesetz schnell verabschieden, dass wir endlich anschließend wieder an das Tempo in Europa. Dankeschön. Für die CDU-CSU-Fraktion hat nun Maria-Lena Weiß das Wort. Maria-Lena Weiß sitzt im Ausschuss für Klimaschutz und Energie. Frau Präsidentin, sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen, lassen Sie mich gleich vorneweg sagen, das Ziel, das Energiesystem zu digitalisieren, ist richtig und hat unsere Unterstützung. Smart Meter sind die zentralen Bausteine, die es dazu braucht. Sie sorgen für Transparenz im Verteilnetz und sorgen dafür, dass der zusätzlich erforderliche Netzausbau dort erfolgen kann, wo es im Netz notwendig ist. Der Gesetzentwurf enthält durchaus gute Ansätze, wie das Messstellenbetriebsgesetz so repariert wird, dass Bewegung in die Digitalisierung der Energiewende kommt. Dazu gehört beispielsweise der Wegfall der Markterklärung des Bundesamts für Sicherheit in der Informationstechnik und der Wegfall der Drei-Hersteller-Regel, die den Rollout bisher verhindert haben.
Liebe Ampelregierung, Sie müssen den Gesetzentwurf aber noch an zentralen Stellen nachbessern, damit das Gesetz wirklich die gewünschte Wirkung entfaltet. Und deshalb, Herr Minister Habeck, sollte jetzt nicht die zügige, sondern die gründliche Debatte im Vordergrund stehen. Der Smart Meter Rollout wird nur in Gang kommen, wenn er für diejenigen, die ihn umsetzen, wirtschaftlich darstellbar ist, wenn Komplexität verringert und Bürokratie abgebaut wird. Lassen Sie mich näher darauf eingehen, wo Sie im Laufe des Verfahrens noch nachbessern müssen. Sinnvollerweise hätte am Anfang dieses Gesetzgebungsverfahrens eine Neuberechnung von Kosten und Nutzen des Rollouts stehen müssen. Stattdessen soll eine Überprüfung erst ab 2024 erfolgen, und es wird an Preisobergrenzen festgehalten, deren Berechnungsgrundlage aus den Jahren 2013, 2014 ist, die alle Preissteigerungen also der letzten 10 Jahre nicht berücksichtigen. Der Anreiz für Messstellenbetreiber, den Rollout möglichst schnell voranzutreiben, ist zwar nicht gegeben, weil ihnen die finanzielle Planungssicherheit fehlt, und das ist ein Punkt, an dem sie dringend nacharbeiten müssen. Wenn man sich dann, wie Sie, in Ihrem Gesetzentwurf dafür entscheidet, den Großteil der entstehenden Kosten der Allgemeinheit mutmaßlich über die Netzentgelte aufzuerlegen, dann regeln Sie das bitte auch und schieben Sie diese Frage nicht nach hinten. Deshalb schließen Sie diese Regelungslücke, sorgen Sie für Planungssicherheit auch beim Netzbetreiber und kümmern Sie sich darum, dass er die auf ihn zukommenden Kosten nicht vorfinanzieren muss, sondern dass er sie unmittelbar erwirtschaften kann bzw. im Rahmen der Anreizregulierung geltend machen kann. Neben der Wirtschaftlichkeit dürfen die Messstellenbetreiber auch an anderer Stelle nicht überfordert werden. Ihnen muss die Möglichkeit bleiben, den Rollout dort voranzubringen, wo er am wichtigsten ist. Dass jeder Kunde einen Antrag auf Antrag zeitnah ein intelligentes Messsystem eingebaut bekommen kann, unabhängig von dem Nutzen für das Gesamtsystem, das birgt die Gefahr von Ineffizienzen, gerade in der wichtigen Hochlaufphase. Und das gilt umso mehr vor dem Hintergrund des Mangels an verfügbaren Fachkräften. Schaffen Sie deshalb die Möglichkeit für Messstellenbetreiber, dass sie Pflichteinbaufälle prioritär behandeln können. Liebe Kolleginnen und Kollegen, zu komplizierte Regelungen behindern nicht nur den Rollout, sondern sie verursachen auch unnötige Kosten. Deshalb lassen Sie uns die Überarbeitung des Messstellenbetriebsgesetzes auch nutzen, um Bürokratie und Überkomplexität abzubauen. Der Gesetzentwurf sieht 36 neue Planstellen für das BSI, das BMWK und die Physikalisch-Technische Bundesanstalt vor. In diesem Zuge von Entbürokratisierung zu sprechen, das ist schon ein Widerspruch in sich. Und dann zur Zertifizierung. Das Warten auf die Zertifizierung von 3 Herstellern fällt weg, das ist zu begrüßen. Aber auch das Nadelöhr der Zertifizierung durch das BSI muss weg. Gerade einmal 4 Smart Meter Gateways sind vom BSI für den Markt zertifiziert, weil nur das BSI überhaupt zertifizieren darf. Das Know-how für die Zertifizierung der eigenen Produkte haben die Hersteller selbst. Deshalb muss hier auch nachgesteuert werden. Der Abbau von Überkomplexität betrifft auch die umfangreichen Informationspflichten des grundzuständigen Messstellenbetreibers gegenüber den verschiedensten Akteuren. Informationspflichten, denen nicht immer ein wirklicher Mehrwert entgegensteht. Statt diese auf ein sinnvolles Maß zu beschränken, verkürzt der Gesetzentwurf die Informationsfristen und verschärft das Problem zusätzlich. In dieselbe Kategorie, zu umständlich und auch veraltet, reiht sich auch das Eichrecht ein. Es kann doch nicht sein, dass es eine Erneuerung der Eichgültigkeit braucht, nur weil ein neues Update aufgespielt wird. Das Eichrecht in seiner jetzigen Form passt nicht zu. Auch noch keine Lösung, deshalb ist es momentan auch noch nicht so richtig im Bewusstsein angekommen. Das größte Problem allerdings sehe ich, dass Sie damit eigentlich die Energiewende nicht richtig voranbringen. Das ist ja momentan ganz andere Probleme in unserem Land, als wie dieses Smart Meter, so nett das auch war mit der Darstellung dieses Gerätes. Das Problem ist, zwischen 2009 und 2022 wurden jährlich 2,5 Gigawatt an Land zugebaut.
Windräder. Letztes Jahr waren Sie mit 2,1% Gigawatt-Zubau sogar unter diesem Durchschnitt. Um Ihre Ziele zu erreichen, müssten Sie bis 2030 jährlich 7,1 Gigawatt Windkraft zubauen. Das ist kaum noch zu erreichen. Das ist eigentlich der Schlüssel zur Energiewende, Ausbau der erneuerbaren Energien. Und da kann ich nur sagen, da nützen dann diese kleinen Geräte, die Sie hier vorstellen, nicht, sondern da muss man vielleicht ein bisschen mit größeren Dingen drangehen. Aus diesem Grund brauchen wir auch nach wie vor, Kollege, wir sind nicht im Bierzelt, machen wir es heute anders mal, ne? Miteinander vielleicht. Wir brauchen natürlich deshalb auch noch Gasspeicher und ich möchte nur noch mal darauf hinweisen, dass wir mit dieser Übergangstechnologie 2022 haben wir noch 29 Milliarden Kubikmeter russisches Gas bezogen, die werden im nächsten Jahr fehlen. Und mir fehlt von der Bundesregierung noch eine klare Perspektive, wie wir diesen Mangel an Gas ausgleichen können. Danke. Kollege Ernst, es tut mir leid, ich kann auch nicht mehr die Frage zulassen, weil die Redezeit war ausgeschöpft. Für die Fraktion Bündnis 90 Die Grünen hat nun Mike Ausendorf das Wort. Ja, vielen Dank, Frau Präsidentin, sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen. Die Zukunftskoalition räumt hier mit einer Altlast der Vorgängerregierung auf. Das Messstellenbetriebsgesetz war ein Digitalisierungsverhinderungsgesetz. Jetzt legt die Bundesregierung einen Entwurf zum digitalen Neustart der Energiewende vor. Danke, Herr Minister. Wir haben uns als Ziel gesetzt, mit digitaler Innovation zur Nachhaltigkeit und Klimaneutralität beizutragen. Smart Meter wird dabei ein zentraler Bestandteil sein. Es wird ermöglichen, dass unter Berücksichtigung aktueller Preis-, Verbrauchs- und Einspeisedaten etwa von PV-Anlagen auf dem Dach den eigenen Verbrauch besser zu steuern. Und dadurch lassen sich ganz konkret die Stromkosten senken und die Auslastung der Netze insgesamt lässt sich besser optimieren. Smart Meter ist somit ein Vorzeigeprojekt der Ampel. Hier zeigen wir, wie Fortschritt, Klimaschutz und Nachhaltigkeit durch digitale Innovation zusammenwirken. Smart Meter und die Schnittstellen des Smart Meter Gateways öffnen auch Tore für Innovationen rund um die Energiewende. Nicht nur die Energieversorger, sondern auch Startups warten auf die programmierbare API und werden weitere Szenarien entwickeln. Herr Meserosch hatte schon angesprochen, das dynamische Laden von Autos. Es geht aber weit darüber hinaus. Mittlerweile unterstützen ja viele Elektroautos bidirektionales Laden. Das heißt, die können auch Strom wieder abgeben und so bei Netzengpässen im Stromnetz aushelfen, um Lastspitzen abzufedern. Das sind also Riesenfortschritte. Das gilt umso mehr für Stromspeicher, die schon in vielen Kellern heute stehen, im Zusammenhang mit PV-Anlagen, meistens im Winter da ja etwas nutzlos. Aber jetzt sind wir in der Lage, dann auch dank Smart Meter im Winter, wenn nachts Windstrom überschüssig im Netz ist, diesen kostengünstig oder sogar zu Negativpreisen in die privaten Stromspeicher zu bringen. Weiter, die korrelierten Daten, ich komme gleich noch auf Datenschutz, über Verbrauch und Einspeisung im Tagesverlauf in Verbindung mit Wetterdaten ermöglichen aber auch in Zukunft dramatisch verbesserte Vorhersagemodelle. Hier kommen dann selbstlernende KI-Systeme zum Einsatz, um dann zum Beispiel rechtzeitig die Bereitstellung der Residuallast zu verbessern. Das heißt, wir erschließen hier neue Datenquellen, offen für Start-ups und für Energieversorger. Und Herr Ernst, wir nehmen das besonders ernst in diesem Fall, denn das sind schutzwürdige Daten, besonders schutzwürdige Daten. Und das Gesetz geht aber hier an vielen Stellen über die Datenschutzgrundforderung noch hinaus, sodass wir hier wirklich die notwendige Transparenz und Akzeptanz herstellen, weil wir sagen, das sind schutzwürdige Daten und die müssen besonders geschützt werden. Und an der Stelle auch mal Dank an die DSGVO, die nämlich hier für die Akzeptanz sorgen wird. Digitalisierung selber bedeutet aber auch Energieverbrauch. Das müssen wir auch mal, müssen wir uns ehrlich machen. Smart Meter, Gateways, Router, Server, das bringt alles mehr Stromverbrauch mit sich. Und wir arbeiten also auch daran, Digitalisierung und IT klimaneutral auszugestalten. Beide Seiten der Medaille sind für uns wichtig. Digitalisierung nachhaltig, andersherum durch digitale Innovation nachhaltiges Wirtschaften zu ermöglichen. Und das ist dieses Jahr übrigens auch Schwerpunktthema grüner Digitalpolitik. Ich komme langsam zum Schluss. Ich möchte mich hier ganz besonders bei unserer Energieexpertin und Berichterstatterin Ingrid Nestle bedanken, die sich jahrelang für Smart Meter stark gemacht hat. Und wir haben jetzt das Ergebnis, ein Vorzeigeprojekt unserer Fortschrittskoalition. Wir bringen hier Nachhaltigkeit und digitale Innovation zusammen. Dankeschön. Mike Ausendorf war das für Bündnis 90 Die Grünen im Bundestag. Nächster Redner ist Thomas Heilmann, CDU/CSU und aktuell auch nicht ganz uninteressant Vorsitzender der Landesgruppe Berlin. Frau Präsidentin, meine Damen und Herren,
Die bisherige Digitalisierung in der Energiewende war keine Erfolgsgeschichte. Und sie war vor allen Dingen deswegen keine Erfolgsgeschichte, weil wir in Deutschland mal wieder einen Sonderweg gegangen sind. Daran ist natürlich auch meine Fraktion schuld, denn das daran ist auch meine Fraktion schuld, habe ich ja gesagt, weil wir 2016 das von Sigmar Gabriel vorgelegte Gesetz ja mit verabschiedet haben. Es war deswegen ein Sonderweg, weil wir dem BSI zusätzliche Kontrollrechte gegeben haben, weil wir dem BSI gesagt haben, sie müssen sehr viele Anforderungen, lesen Sie sich mal die hunderten von Seiten durch, die da auf der BSI-Homepage stehen, was da alles erfüllt werden muss, mit der Folge, dass wir jahrelang kein Gerät in Deutschland hatten, das diese Anforderungen erfüllt hat, während wir in Italien schon bei der dritten Generation Smart Meter ausrollen waren. Deswegen war das keine Erfolgsgeschichte und um es nochmal klar zu sagen, daran sind wir als CDU-CSU-Fraktion natürlich nicht unschuldig. Deswegen ist es richtig, Herr Minister, dass wir das jetzt neu machen, aber wir gehen schon wieder einen Sonderweg und ich hoffe sehr, dass wir im Zuge von Anhörungen und Besprechungen im Ausschuss, Sie haben ja selber gesagt, im Konkreten kann man diskutieren, Dinge da verbessern. In Ihrem Gesetzentwurf schreibt Ihr Haus, wörtlich, es sind keine geeigneten Alternativen ersichtlich. Das ist ein interessanter Widerspruch zu Ihrer Rede eben. Und ich würde gerne jedenfalls auf zwei Themen kurz eingehen. Das erste ist das Thema, das Smart-Mieter-Gesetz sollten wir vom Eichrecht befreien. Warum? Erstens ist Eichrecht Länderrecht. Das heißt, wir haben schon mal 16 verschiedene Umsetzungen. Zweitens, jedes Update müsste neu geeicht werden. Jetzt gibt es Länder-Eichbehörden, die das sehr großzügig auslegen. Aber ich kann mich als Smart-Mieter Betreiber oder Installateur nicht darauf verlassen. Und das hemmt auch die Entwicklung. Ich würde weitergehend sagen, dass das BSI es auch nicht weiter zertifizieren soll, aber es nicht auf die BSI-Zertifizierung ankommen soll. Herr Stockmeier, Sie haben gesagt, es soll europarechtlich sein. Warum lassen wir eigentlich nicht alle die Geräte zu, die anderswo in Europa zertifiziert sind? Warum muss es denn unbedingt eine deutsche Sonderzertifizierung sein oder eine Extrazertifizierung, die alles andere als banal, sondern technisch hochkomplex ist? Wir wollen doch sowieso einen europäischen einheitlichen Standard haben. Das wäre die zweite Verbesserung. Und die dritte Verbesserung, Verbesserungsbereich, den ich sehe, ist es wirklich schlau, jetzt zu sagen, wir installieren auf Antrag mit einem Recht auf Installation einzelne Smart Meter nach einem ja dann völlig, von oben betrachtet, völlig zufälligen System? Denn werden sich wirklich flexible Stromtarife rechnen, wenn ich einen einzelnen Abnehmer habe, der vielleicht viel Strom verbraucht, weil er ein E-Auto hat oder so, wäre es nicht viel sinnvoller? Jedenfalls sollten wir es in bestimmten Pilotprojekten versuchen, wenn wir sagen, wir nehmen ein ganzes Versorgungsgebiet und werden mit dem Verteilnetzbetreiber gemeinsam dieses ganze Versorgungsgebiet gemeinsam mit Smart Mietern aufstellen, dann hätten wir auch endlich mal einen Datensatz, anonymisiert versteht sich, bei der wir die Zusammenhänge mal ausprobieren können und gucken können, wie geht denn das mit flexiblen Stromtarifen. Insofern, Herr Meser-Rosch, ich hatte, als ich Ihre ja durchaus humorvolle Erläuterung in Ihrer Rede über die Frage, wofür ist ein Smart Mieter nützlich, hatte ich gedacht, das ist eigentlich nicht nötig, das wissen wir hier alle, bis die AfD kam. Da dachte ich mir vielleicht doch gut, dass Sie das gesagt haben, muss ich es nicht wiederholen. Aber Sie haben dann Ihre Rede abschließend mit dem Satz gesagt, lassen Sie uns intelligent handeln. Ja, bitte, aber lassen Sie uns im Ausschuss darüber reden, ob wir wirklich all die Sonderwege, die auch dieses Gesetz jetzt wieder aufmacht, in Europa brauchen. Meine Sorge ist, dass es auch mit dieser Gesetzesänderung nicht die Erfolgsgeschichte wird, die wir dringend brauchen. Denn es haben meine Vorrednerinnen und Redner ja sehr mehrfach schon gesagt und muss ich hier nicht wiederholen. Natürlich brauchen wir die Daten aus dem Smart Meter, um den Stromverbrauch intelligent an die Stromherstellung anpassen zu können. Vielen Dank. Für die SPD-Fraktion hat nun Markus Hümpfer das Wort. Sehr geehrte Frau Präsidentin, meine sehr geehrten Kolleginnen und Kollegen, liebe Mieterinnen und Mieter, liebe Hausbesitzerinnen und Hausbesitzer, vielleicht liebäugeln auch Sie
mit dem Bau einer Photovoltaikanlage. Sie könnten Ihren eigenen Strom produzieren und dabei bares Geld sparen, das Klima schützen und teilhaben an der Transformation unseres Landes. Sie könnten, aber Sie können nicht. Sie können sich zwar die Anlage aufs Dach stellen, aber die Anlage wird nicht ans Netz angeschlossen, weil die Kapazität nicht reicht. Das Netz ist voll. Es herrscht an vielen Orten Stau auf der Stromautobahn oder besser gesagt auf den Land- und Zufahrtsstraßen. Logisch wäre zu sagen, da müssen wir das Netz eben ausbauen. Und das tun wir auch, aber es geht nicht schnell genug. Das liegt zum einen an Genehmigungsverfahren, zum anderen aber auch am Fachkräftemangel. Und jetzt befinden wir uns ganz häufig in der Situation, dass wir den Menschen sagen müssen, der Wille ist stark, das Netz ist schwach. Und das ist frustrierend. Aber es gibt keinen Grund, die Energiewende abzusagen. Denn es gibt noch eine zweite Option, die bestehenden Netze, die Stromstraßen besser zu nutzen, den Verkehr intelligenter zu lenken. Denn momentan werden Anlagen unter der Annahme angeschlossen, dass alle gleichzeitig mit voller Last laufen oder Strom einspeisen. Das heißt, dass alle zu derselben Zeit die Straße nutzen, quasi permanenter Feierabendverkehr. Aber das wissen Sie alle, es passiert im Straßenverkehr genauso wenig wie beim Stromverkehr. Wenn wir den Verkehr aber entzerren, fließt er besser und schneller. Und hier kommt das Gesetz zum Neustart der Digitalisierung ins Spiel. Denn erst der Rollout der Smart Meter sorgt dafür, dass wir den Verkehr auf den Stromstraßen vor Ort intelligent und effizient lenken können. Erst dann haben wir die Datenlage, um zu verstehen, nach welchen Mustern wann und wo eigentlich Strom verbraucht und eingespeist wird. Dann können wir in Echtzeit Anreize setzen, den eigenen Verbrauch und das Einspeiseverhalten zu optimieren. Stellen Sie sich das wie ein Parkleitsystem oder ein Verkehrssystem vor. Anstatt dass Sie verzweifelt durch drei Parkhäuser fahren und überall feststellen, die sind voll, wird Ihnen sofort der Weg zu einem freien Parkplatz angezeigt. Sie sparen Zeit, Geld und Nerven. Sie haben einen Anreiz, dorthin zu fahren, wo es freie Parkplätze gibt. Die Zufriedenheit steigt, ohne dass neue Parkplätze gebaut werden müssen. Eine Win-Win-Situation also. Das klappt. Das klappt aber nur, wenn die Parkhäuser vernetzt sind und ihre Kapazitäten automatisch melden. Und genau da müssen wir auch für das Stromsystem der Zukunft hinkommen. Denn wissen Sie, häufig heißt es, dass sich die Smart Meter für die Verbraucherinnen und Verbraucher nicht lohnen, dass sie gar nicht genug Strom sparen können, um die Kosten wieder reinzuholen. Und das mag für ein einzelnes Smart Meter vielleicht sogar stimmen, aber alle Smart Meter zusammen sparen jedem und jeder Einzelnen und unserem ganzen Land unglaublich viel Geld, Herr Bernhard. Sie ermöglichen erst das intelligente Stromsystem der Zukunft. Sie ermöglichen einen viel schnelleren Ausbau der erneuerbaren Energien und damit niedrigere Strompreise. Sie ermöglichen einen effizienteren Netzausbau. Sie ermöglichen dynamische Stromtarife und damit echtes Sparpotenzial. Und Sie ermöglichen, dass auch Sie Ihre Photovoltaikanlage auf dem Dach installieren und anschließen können. Die Smart Meter ermöglichen die Energiewende, sie ermöglichen niedrige Preise und sie ermöglichen die Klimaneutralität unseres Landes. Und deswegen ist es so wichtig, dass wir mit diesem Gesetz den Rollout nun endlich ins Rollen bringen. Vielen Dank.